Nach dem ersten Teil zu Speed Commander zeige ich euch jetzt, wie ihr Ordnergrößen berechnen könnt, um Dateien halt oder um eure Ordner noch effektiver zu verwalten. Oder auch um zum Beispiel Ordner zu finden, wo sehr viele oder sehr große Dateien drin sind. Das erleichtert die Arbeit doch sehr deutlich. Also wir sind jetzt in Speed Commander wieder. Wir klicken hier oben dann auf Ordner und Ordnergröße ermitteln. So, jetzt rechnet er uns hier im linken Fenster die ganzen Ordnergrößen aus. Wir schauen jetzt mal, ob er es im rechten Fenster auch gemacht hat. Nein, hier ist nichts ermittelt. Okay, das liegt einfach daran. Ich kann hier oben die Fenster markieren. Also ihr seht, wenn ich draufklicke, werden die blau. Wird die Leiste hier blau. Und ich habe halt eben das linke aktiviert. Jetzt aktiviere ich mal das rechte und mache hier auch Ordnergröße ermitteln. So, da bekomme ich es dann auch berechnet. Ich habe es jetzt sogar absteigend sortieren lassen. Aber das Problem jetzt, wenn wir es so manuell machen, also jedes Mal klicken beim Berechnen, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Ordner weitergehen, haben wir hier schon keine Ordnergröße mehr. Und wenn wir wieder zurückgehen, ist sie hier auch wieder weg. Das heißt, wir müssen uns die in den Einstellungen, also unter Extras, Einstellungen, unter Verhalten Ordnergrößen, können wir direkt anwählen, Dateigröße bei Ordnern automatisch berechnen und haben hier noch ein paar andere Einstellungen, also zum Beispiel, dass sie immer wieder im Hintergrund aktualisiert wird. Davon würde ich aber abraten, das ist wirklich sehr rechenaufwendig. Und man kann hier zum Beispiel auch, wenn es zu groß wird, einfach das Berechnen abbrechen, um quasi Zeit zu sparen. Oder wir können auswählen, manuelle Ordnergrößenberechnung für die markierten Ordner durchführen. Also dann müsste ich die Ordner erst markieren. Wir lassen jetzt aber mal nur das erste angehakt. Bestätigen mit OK und wir sehen jetzt schon, jetzt fängt der wieder das Berechnen an. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Jetzt gehen wir hier in Avast, da sehen wir auch wieder die Dateigröße. Hier gehen wir mal in Beispielmusik. Okay, da haben wir keinen Ordner, bringt uns nichts. Gehen wir zurück. Okay, also hier sehen wir, wir kriegen automatisch und relativ flott die Ordnergrößen eigentlich angezeigt.